Das ist der 7. Juni 1951. Heute vor 70 Jahren wurden die letzten von den Alliierten verhängten Todesurteile gegen Nazi-Verbrecher vollstreckt. Das war vor 70 Jahren schon umstritten, weil in der Bundesrepublik die Todesstrafe inzwischen abgeschafft war. Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte sich richtig dafür eingesetzt, hatte sich bei den Amerikanern dafür verwendet, die Vollstreckung zumindest erstmal aufzuschieben. Das hier ist ein Stichtag von Jochen Grabler. Die Westdeutschen wollen vergessen. Wir wollen uns wieder vertragen, vertragen, vertragen. 6 Jahre sind um seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Noch spielen die Kinder in Bombenkratern, aber so langsam sind wir wieder wer. Heimatfilm, Wirtschaftswunder, Wiederaufbau, die Westdeutschen werden gebraucht im Kalten Krieg im Osten und endlich soll die Welt wieder heile sein. Wir wollen uns alles vergeben, vergeben. So denken die allermeisten. Ein Schlussstrich soll her. Das fordert die Bundesregierung unter Kanzler Adenauer. Das kommt aus allen Parteien, Ausnahme die Kommunisten. Das fordern die Kirchen. In den Zeitungen wurden aus Kriegsverbrechern schnell sogenannte Kriegsverbrecher, dann Kriegsverurteilte und dann nur noch Kriegsgefangene. Und viele werden tatsächlich schon begnadigt. Weshalb sich 1951 alle Augen auf Landsberg am Lech richten. Dort steht das amerikanische War Criminal Prison Number One. Dort sitzen 640 deutsche Kriegsverbrecher, 28 von ihnen zum Tode verurteilt. Leute wie Otto Ohlendorf. Ich habe vom Juni 1941 bis zum Tode Heydrichs im Juni 1942 die Einsatzgruppe D geführt. Dieser Ohlendorf ist wegen 90.000-fachem Mord verurteilt. Von diesem Kaliber sind die Landsberger Todeskandidaten, denen jetzt aber vergeben werden soll. Weil doch mit dem Grundgesetz die Todesstrafe abgeschafft wurde und weil doch die Besatzer sonst nicht besser wären als die Kriegsverbrecher selber. Das jedenfalls finden im Januar mehr als 3.000 Demonstranten auf dem Hauptplatz von Landsberg. Der Bundestagsabgeordnete Richard Jäger von der CSU appelliert in einer flammenden Rede an den Gerechtigkeitssinn, den Großmut und die Menschlichkeit des Siegers. Dass dieser Ruf, dass die Stimme des menschlichen Herzens nicht ungehört verhalle, das hoffen wir um des Friedens willen. Als dann in Landsberg einige jüdische Gegendemonstranten auftauchen, sind noch ganz andere Stimmen des menschlichen Herzens zu hören. Philipp Auerbach ist Vertreter der Opfer. Ich habe meine Informationen, dass die rund 3000 Teilnehmer an der Protestaktion in der überwiegenden Majorität von Anfang an kein Hehl daraus machten, eine antisemitische Gesinnung zu haben. Die Rufe Juden heraus oder Saujuden waren noch die mildesten gewesen, die zu hören waren. Und doch haben die Amnestiekampagnen und die Demonstrationen Wirkung. Die Amerikaner wandeln 21 von 28 Todesurteilen in Haftstrafen um. 7 bleiben bestehen. 2-mal gab es schon einen Aufschub, im Juni aber ist es soweit. Auf dem Speicher der Gefängnisschlosserei sind die Galgen längst errichtet. Militärpolizisten in Jeeps mit Maschinengewehren patrouillieren durch die Stadt. Vor dem Gefängnis werden Sonderwachen aufgestellt. Die Frauen der 7 Gefangenen werden zu letzten Besuchen eingelassen. Um Mitternacht dann beginnen die Hinrichtungen. Um 1.40 Uhr überbringt der Anstaltsgeistliche im Landsberger Bahnhofsrestaurant den wartenden Angehörigen die Todesnachricht. Die Welle der Begnadigung geht unterdessen weiter. 1958 verlassen die letzten verurteilten Kriegsverbrecher das Landsberger Gefängnis, wo die letzten Hinrichtungen auf dem Boden der Bundesrepublik stattfanden. Am 7. Juni 1951. Heute vor 70 Jahren.